Severin Freund, herzlichen Glückwunsch. Wieder so ein knappes Ding und wieder ein sauhohes Niveau im Wettkampf. Ja, auf alle Fälle. Also man hat irgendwie nicht so das Gefühl, dass nach Olympia alles vorbei wäre, sondern es wird wirklich auf einem hohen Niveau gesprungen. Das ist eigentlich für Kuopio war es eine sauenge Entscheidung. Hier kennt man es eigentlich eher, dass sie einer mal richtig absetzen kann. Aber es war halt zum Glück, muss man sagen, wirklich ein saufairer Wettkampf. Gab sehr, sehr wenig Unterschiede im Wind. Und es ist natürlich auch extrem angenehm für uns Springer, weil dann setzen sie einfach die Besten durch. Und von mir war es jetzt im sechsten Weltcup hintereinander auf dem Podest, also besser kann es nicht laufen. Und du machst das Ganze leicht und spielerisch. Bist du nicht müde irgendwann mal nach Olympia und die Tour hier ist ziemlich hart dazu? Ja, ich habe halt die Tage, die wir daheim waren, die habe ich halt wirklich mal ausgespannt nach Olympia, weil das sowas zerrt da am Kopf. Und da habe ich mir wirklich die Tage genommen und habe jetzt nicht großartig noch was unternommen, sondern habe gesagt, okay, jetzt mal runterfahren, Kopf aus und dann wirklich frisch in die Nordland-Tournee, weil das Programm hier ist hart und da muss man topfit sein. Und deswegen jetzt wirklich bis zum Schluss noch durchziehen. Das, was man jetzt alles rausholt, das nimmt man gleich mal mit in die nächste Saison. Da startet man dann gleich anders in den Sommer rein und ja, im Moment macht es einfach viel Spaß und dann spürt man die Ermüdung eh nicht so. Funktioniert genau sehr gut und wünsche mal alles Gute mit der Reise nach Trondheim und viel Erfolg dort. Danke, Severin. Ja.